Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Raid-Preview aus Legion. Und zwar schauen wir uns jetzt gemeinsam mal Crossus an. Die Raid-Tests sind ja voll am Laufen, denn soweit ist der Release von Legion jetzt auch nicht mehr entfernt. Und wie ihr hier seht, es handelt sich natürlich um den Gigant am Ende der Brücke. Wir haben einen sehr, sehr vollen Raid, auch allein aus den Testzwecken, denn mehr ist immer besser nach diesem Motto. Und besonders bei dem Boss, der doch ein paar sehr, sehr, sehr spezielle Fähigkeiten hat, unter anderem auch ein Ad-Handling erforderlich ist. Also es gibt hier sehr, sehr viele Ads, werdet ihr auch gleich sehen. Deswegen mehr Leute, mehr DDs, ist vor allem zum Einspielen hier ein bisschen leichter. Der Boss skaliert natürlich mit der Anzahl der Spieler mit, aber wie schon gesagt, es ist verhältnismäßig ein bisschen einfacher, mehr Leute zu haben, mehr Cooldowns und vor allem auch mehr, die dann dementsprechend auf die Ads gehen. Und jetzt schauen wir uns dann mal an, also wir pullen hier einfach mal, wie ihr seht, wir stehen außerhalb der Instanz, das ist auch immer eher selten, dass man einen Boss außerhalb der Instanz spielt, sieht fast eher wie ein World Boss aus und da haben wir gleich die erste Fähigkeit, wenn er mit seinen Armen so auflädt und dann so einen grünen Strahl rauslässt, müsst ihr natürlich auf der anderen Seite stehen. Ist jetzt nicht sehr kompliziert, die Technik, sage ich mal, ist ja relativ einfach, hier einfach nicht dabei zu stehen. Was für ein bisschen schwieriger wird, wie ihr seht, diese riesige, ja, ich sage einfach mal Feuerball, ist natürlich kein Feuerball, aber dieser riesige Ball von dieser grünen Dämonenenergie, der wird fokussiert auf einen Spieler. Der Spieler im Raid war jetzt zu langsam, er bekommt auch einen riesigen Pfeil, er muss nach hinten laufen. Je weiter der Spieler von seinen Mitspielern entfernt ist, umso weniger Schaden macht dann dieser Einschlag. Also die Fähigkeit kommt immer häufiger und häufiger. Und eben je weiter man rausläuft, umso weniger Schaden gibt es. Dann seht ihr es vorne rechts, es wird ein diverser Spieler bekommen, einen Debuff. Die legen dann so Giftflächen am Boden. Die sollten natürlich auch idealerweise nicht durch den Raid laufen. Und ihr habt es jetzt auch gerade gesehen, die grünen Flächen von dieser Fähigkeit, das steht ja nicht drin. Nachdem es der Boss kanalisiert hat, erscheinen hier die Ads. Und die Ads sollten dann schnellstmöglich getötet werden, denn sie sind natürlich relativ nervig. Also es ist wieder so ein Boss, der ein oder andere, der schon öfter geraidet hat. Ads haben höchste Priorität. Das ist ganz wichtig, hier die Ads dementsprechend schnell zu erledigen. Jetzt habe ich zum Beispiel den Impact, wie ihr gesehen habt, einfach nach hinten laufen und dann ist alles safe. Was noch eine Fähigkeit ist, wo es heißt, wirklich mal aufzupassen. Ihr habt es gerade gesehen, ich stand doch relativ weit vorne und zwar zerstört der Boss nach gewisser Zeit die Brücke. Somit ist das auch gleich der sogenannte Soft Enrage oder Enrage Mode, wie ihr es auch immer nennen wollt. Denn der Boss kommt immer weiter nach vorne und irgendwann habt ihr einfach keinen Platz mehr, keinen Platz, um die Ads zu handeln und natürlich auch keinen Platz mehr, um den Fähigkeiten vernünftig ausweichen zu können. Ich persönlich bin ja auch ein ganz großer Fan von Fights, die irgendwie außerhalb stattfinden, also nicht irgendwie in einem Gang oder in der Höhle. Einfach weil man hier auch die Möglichkeit hat, möglichst weit mit der Kamera wegzufahren und somit behaltet man einen sehr, sehr guten Überblick über den Bosskampf. Und ehrlich gesagt hier, wenn man ein paar Mal gespielt hat, kann man die Fähigkeiten auch gar nicht mehr übersehen, die der Boss wirkt. Die Frage ist es halt, wie hart dieser Enrage, also wie hart dieser Soft Enrage dann tickt, also wie schnell man Zeit hat, um den Boss zu erledigen. Das war es jetzt aber mal von Crossus. Wer die anderen Bosse verpasst hat, auf der linken Seite einfach draufklicken, kommt jetzt zu unserer Preview-List. Und natürlich nicht vergessen, den Channel zu subscriben, damit ihr informiert werdet, sobald es ein neues Video gibt.